Ich bin gespannt, ob ihr die Ränder habt. Nee, ihr habt nicht die Ränder, ihr habt, meine Herren, meine Jüde. Warum macht ihr denn als neues... Ich verstehe es nicht. Und wahrscheinlich wird das Spiel jetzt abstürzen. Ja, ich komme gar nicht mehr zurück. Ich kann das also jetzt nicht machen. Wow. Das ist jetzt aber eigenartig. Nee, da muss ich leider nochmal... was? Wer macht zurück? Wer mit dem Kopf in die... Ah, oh, nicht so zurück. Wir müssen das Spiel beenden machen. Also ich bin nicht amused. I'm not amused about that. Überhaupt nicht. Und irgendwie, ja, verstehe ich das nicht. Er zeigt mir doch jetzt, dass er die Bildschirmaufnahme breit nimmt. Das Problem ist, ich habe ja Vollbild, aber bei euch wird er wieder auf Null gesetzt, als ob es die Szene nie gegeben hätte. Und deswegen ist die Szene so klein. Boah, ich... Warum tut es das? Ich habe eine Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass ich ein weiteres Gerät an den PC angeschlossen habe. Und das wäre die Elgato Game Capture Card. Nicht die Game Capture Card, die... Das Elgato Stream Deck. Weil umso mehr Gerätschaften du ansteckst und im Betrieb sind, weil seitdem haben wir die Probleme, seitdem ich das Stream Deck habe mit Alice. Davor hatten wir diese Probleme nicht so in diesem Ausmaß. Oh Mann. Ich verstehe es nicht. Naja, aber wenigstens kann ich einmal aus dem Spiel raus. Verarsch mich doch nicht! Hä? Wenn ich aus dem Spiel rausgehe, dann zeigt er, wie ihr seht, wieder Vollbild an. Hä? Hä? Warum? Was ist denn, wenn ich jetzt Spielaufnahme wieder mache? Findest du Alice? Er findet Alice einfach nicht mehr. Dann mache ich mal beliebige Vollbildanwendung erfassen. Dann mache ich das mal einmal. Mal gucken, ob das so klappt. Oh mein Gott. So, wir warten mal kurz, bis er das reinlädt. Ja, er hat es, aber warum macht er das so klein? Warum kann ich das nicht ziehen? Ich muss mich leider für heute schon verabschieden. War schön, nach langer Zeit wieder dabei zu sein. Euch allen noch viel Spaß. Danke, X-Striker. Wertschätze ich wirklich immens, dass du deine Zeit mit mir gemeinsam verbracht hast. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen erholsamen Schlaf und pass gut auf dich auf. Bis dann, X-Striker. Genau, beliebige Vollbild, außer Alice. Alice macht er nicht als Vollbild. Das hatte ich, dieses Problem hatte ich auch noch nie. Weil selbst wenn ich jetzt betreten, das ist ja total, das macht gar keinen Sinn, dass die Szene einfach sich selbst minimiert. Die Szene seht ihr jetzt minimiert, obwohl ich sie auf Vollbild habe. Und wenn ich wieder zurück auf den PC komme, dann habt ihr auch immer noch Vollbild. Das macht gar keinen Sinn. Ich kann auch nicht mehr raus. Was ist denn, wenn ich den Task Manager mache? Mal rein. Okay, hypothetisch. Und wenn ich jetzt zurück auf Spielaufnahme gehe und dann... Ja! Der lässt die Szene... Er lässt mich nicht die Szene verschieben. Ah, jetzt! Okay, okay, okay. Jetzt mal gucken. Okay... Okay, wir schaffen's, wir schaffen's. Okay, Task Manager ist gut. Okay, dann lasse ich das mal so. Ihr seht das Spiel.
Das ist perfekt. Komme ich jetzt auch zurück in Alice Madness Returns ohne Probleme? Nein, Spaß, ey. Oh Gott, ey. Alter. Ey, mein Aggressions... Bei solchen Sachen, ich werde ganz schnell... Ich bin ganz, ganz... Mich kann man schnell auf die Palme bringen. Mich kann man schnell auf die Palme. Können wir endlich spielen, damit es in 10 Minuten einen Freeze gibt? Ich hoffe nicht. Aber ja, jetzt können wir vielleicht 10 Minuten spielen und dann stürzt es ab. Ich hoffe nicht. Zing! Würde ein Rülpser vielleicht die Stimmung wieder heben? Ich glaube, der Rülpser würde für euch die Stimmung heben. Wollt ihr, dass ich nochmal rülpse? Oh, ich habe mich ja vorgestern Chronix, das hast du ja auch gesehen, ne? Ich habe mich ein bisschen blamiert, ne? Task Manager, zweiter Monitor. Task MG, zweiter Monitor. Jetzt funktioniert es ja gut. So, also erstmal, so, machen wir mal Spiel fortsetzen. Zerschmettert feindliche Abwehr und betäubt größere Feinde. Also ich habe jetzt auch die Auflösung weniger. Das heißt, die Grafikkarte arbeitet weniger. Das hoffentlich für euch, dass das gut ist. Ja, ich habe das VOD gesehen, aber jeder fängt bei klein an. Und ich habe da wirklich klein angefangen, ey. Oh Gott, da kommt so ein ganz kleiner Furz raus. Einfach so ein ganz kleiner Pups, ey. Oh Gott. Bereithalten, ja. Ach so, genau. Ja, ich wollte ja noch... Also, ich habe ja gefragt, ne? Ob ihr wollt, dass ich das... Oh, nein! Jetzt habe ich... Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe nicht die Kategorie geändert. Und wenn ich jetzt nochmal aus dem Spiel raustabbe, wird das Spiel definitiv abstürzen. Dann bitte ich eines meiner Mods bitte einmal auf Alice Madness Returns nur die Kategorie bitte ändern. Das wäre super. Wer ist gerade noch anwesend? Wer kann das machen? Das war ein Bäuerchen. Ja, Mann, das war echt ein Bäuerchen. PS, war echt cool, dass du vor ein paar Monaten nochmal Shattered Memories hochgeladen hast. War echt cool. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Katalyr. Ja, viele haben mich mit dem Let's Play kennengelernt und nach 10 Jahren das wieder zu spielen, das ist heftig. Einfach um zu gucken, wie man sich verändert hat, wie der Geschmack sich verändert hat. Und ja, Dankeschön. Das freut mich sehr, dass du mit Shattered Memories auch wieder Freude hattest. Task im zweiten Monitor bereithalten, damit du noch rankommst. Set Game Alice Madness Returns. Oh, Klaus! Das verstehe ich nicht so ganz, Moonwalker, leider. Das verstehe ich nicht so. Ist jetzt Alice Madness Returns als Kategorie? Oder ist noch... Das muss ich mal einmal ganz kurz... Weil das sehe ich hier nicht. Dachte der... Ah, nee, der funzt leider nicht. Als Mod kannst du doch bestimmt in einer anderen Ansicht gehen, oder, Klaus? Moment, vielleicht mache ich das mal übers Handy. Ja, ist immer noch alles DBD. Okay. Ich probiere es mal eben vielleicht aufs Handy. Das müsste ja auch irgendwie gehen, oder? Stream Manager? Nee, nicht Stream Manager, sondern mein Kanal? Nee, ist leider auch noch auf Dead by Daylight. Scheiße. Das muss man doch auch hier irgendwie machen können. Falls es abstürzt. Du hast gar keine Editierrechte? Ich dachte, als Mod hättest du das. Ach, scheiße. Wie macht man... Da muss ich dir noch Editierrechte geben. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ach, du Scheiße. Dann, okay, wisst ihr was? Falls es abstürzt, musst du dann nicht rebooten. Wir versuchen mal nochmal die Variante. Sie funktioniert nicht nochmal. Ich hab's mir gedacht. Dann, wisst ihr was, wir... So, zurück.
Ach, nicht zurück. Ich meine, Spiel beenden. Warum steht da... Oh. Oh, diese schöne Musik. Nee, die schöne Musik kriegt mich jetzt auch nicht mehr rum. Du brauchst sie gar nicht erst anfangen. So, Spiel beenden. Bitte. Ja, möchtest du wirklich beenden? Ja, ich möchte nur beenden, weil ich hier nicht drauf zugreifen kann. Menschenskinder. Wie bekomme ich, Klaus, wie bekomme ich dich erstmal dazu, dir Editierrechte zu geben? Moment, ich klicke mal auf deinen Namen. Was kann ich denn hier alles machen? Nee, nicht Anmod. Following Tier 1? Hä, wie macht man das? Okay, ich glaube, das machen wir offscreen. Das muss ich mal nochmal offscreen lesen. Auf jeden Fall bin ich ja jetzt hier gerade jetzt gerade hier selbst gerade noch dran. So, das heißt, ich kann das jetzt eben selbst machen. Ich danke dir, Klaus, dass du aber deine Zeit auf jeden Fall dafür machen wolltest, dass du mir helfen wolltest. Danke, Klaus, vielen Dank. So, Alice, Doppelpunkt, Madden, Freezing Returns. So, wir machen, wisst ihr was? Erst Mario Kart, dann der Bandelmat und später Alice Freezes Returns hieß es, ne? Das wird jetzt der Running Gag. Hopefully. Freezes. Oder Freezing Returns? Was waren das nochmal? Nee, Moment, muss ich nochmal lesen. Du hattest 14, die wesentlich krasser waren als das. Ja, trotzdem war das wie so ein ganz kleiner Pups, ey. Vollmilchmodus. Vollmilch mit Kakao. Wie geil. Ja, das Spiel muss echt. Nicht unbedingt kann vorher schon zu Instabilität kommen. Ich muss sagen, das Spiel wehrt sich jetzt gut dagegen, gespielt zu werden. Ist wirklich so. Der Fehler in der Matrix. Wo ist denn jetzt? Hä? Habe ich jetzt überlesen mit Alice? Freeze Returns. Ach, einfach nur Freeze war das. Freezes. Freezes. Ja, komm, machen wir jetzt einfach. Und später Alice Freezes Returns, ey. Kein Mensch. Alle denken sich so, die zum ersten Mal so reinschalten, wenn jemand mich überhaupt mal finden soll. So, was spielt die da? Freezes Returns? Sag mal, was ist mit der los? Und ich dann einfach nur so, ja, wir sind halt behindert. Was soll ich dagegen machen? So. Alice Freeze Returns, ja, Mann. So, jetzt hoffe ich, dass ihr bitte wieder das Vollbildmodus kriegt. Den Vollbildmodus. Umso später es wird, desto weniger kann ich sprechen. Eine wunderschöne Veranschaulichung. So, ich hoffe, das ist gleich bei euch. Ja. Okay. Das freut mich. Wow. Ja, wir haben 13 Minuten jetzt dafür gebraucht. Ja, 13 Minuten läuft bei uns. Nein, mit der schönen Musik kriegt uns Alice auch nicht mehr rum. Nee, jetzt hat sie ausgefreezt. Otto macht auch bald Alice Friesen-Witze. Ja! Otto Walkes wegen Fries, genau. Friesen-Witze, richtig geil. Wir sind wieder Schweine. Ah ja, hier ist er ja abgestorben. Oh nee, das müssen wir wieder machen. Ich bin nicht amused about that. Das ist. Irgendwie fühlt sich die Steuerung hier auch komisch an. Was ist passiert? Ach, ich fange einfach an. Na, ich würde sagen, das machen wir mal noch eben kurz. Ich bin auch so ein kleiner Fisch. Ja, die hatten wir auch schon eingesammelt. Haustiere sind Freunde und unser geheimes Selbst. Auch dein Kaninchen. Deiner war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da, nicht wahr? Ja, Schlüsselloch. Oh mein Gott. Schon einfach beim Schlüsselloch drin festhängen.
So, wenn wir das nochmal machen müssen, dann müssen wir doch wahrscheinlich auch einfach unnötige Worte weglassen. Hoffe ihr Bild. Hoffe ihr Bild. Hoffe ihr Bild. Ja, das gefällt mir. Ich dachte, da hätte man hinterherlaufen können. Also, ich erkläre jetzt hier nichts mehr groß, weil genau diese Stelle haben wir schon letztens gemacht. Und ich hoffe, der bleibt jetzt nicht wieder an derselben Stelle stehen. Und ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu laut. Ist auf jeden Fall gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. So. Oh man. Chiquita, Banana Chiquita. Ich weiß auch nicht. Das schlimmste Let's Play aus letztem Jahr war Silent Hill 4, The Room. Das war echt Let's Play aus der Hölle einfach. Und eigentlich Spiel aus der Hölle. Ach ja, der Kampf. Ja, der Kampf. Okay. Wo bist du? Wo ist er? So, gib mir deine Bomberonis. Und dann diese hässlichen Fische dazu. Ich liebe es. Ich brauche euch. Au! Okay. Ich habe euch von hinten angegriffen. Wisst ihr was? Ich kann hier eigentlich auch mal eine Bombe. Ich verwende die Bomben viel zu wenig. Nee, ich will eigentlich den Dings. Ja. Der mit seinen Bomberonis. Ich möchte eigentlich den Seemann. So, jetzt haben wir den Seemann. Ach, er hatte gerade seine Bomben da. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Au! Lass deine Bomben gefälligst bei dir. So. So, aufgelevelt. Das müsste doch mehr Schaden verursachen. Oh, bitte drückt mir die Daumen, dass jetzt hier beim Kämpfen nicht schon wieder abstürzt. Ja, hat nichts gebracht, okay. Hätte ja sein können, dass man einfach mal ausprobiert. Sorry. Ja, komm mit deinen Bomben. Ich habe schon richtig. Ich warte sehnsüchtig drauf. Kennst du das nicht in meinem Gesicht? Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Und damit heiße ich euch für die YouTube-Aufnahme herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Wir haben jetzt gerade hier noch den Kampf gemacht. Mal gucken, wann das Spiel abstürzt. Hoffentlich nicht mehr. Ich habe die Auflösung runtergeschraubt und ich habe die Framerate auch runtergeschraubt. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht mehr einfrieren sollte. Genau. Silent Hill 4 habe ich bestimmt viermal angefangen zu spielen und jedes Mal irgendwann den Bock verloren. Oh ja, kann ich komplett nachvollziehen. Schlecht aber war. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ist aber auch ein schlimmes Spiel. Ja, es ist halt, ich weiß, dass eigentlich parallel haben sie auch an Silent Hill 3 gearbeitet und eigentlich sollte Silent Hill 4 nicht Silent Hill 4 sein, sondern es sollte Apartment irgendwas heißen. Dann haben die sich aber irgendwie doch, weiß ich nicht, wegen Zeitdruck oder wegen auch von Konami, weil Silent Hill 3 dann auch irgendwie und 2 und so gut angekommen ist, ja, haben sie sich doch für einen Silent Hill Teil entschieden. Und ich muss zugeben, von der Story her liebe ich den Teil wirklich sehr. Ich liebe die Story dahinter. Die ist so schön krank und so
wirklich, die ist wirklich einzigartig. Und ich mag eigentlich auch das Spiel an sich, weil es ist mal einfach ein anderes Horrorspiel. Und sie haben selbst auch gesagt, es ist ein Spiel, welches nicht Spaß machen sollte zu spielen. Es ist eigentlich wie das Leben. Es ist sehr repetitiv. Es gibt viele unfaire Stellen im Spiel. Und das Spiel ist halt nicht dafür designt, Spaß zu machen. Also zumindest dieser Horror. Und ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz schade, dass danach sofort irgendwie denen die Lizenz für Silent Hill entzogen worden ist. Ganz, ganz schade und traurig, wirklich. Ja, aber das Gameplay ist wirklich, wow, es ist wirklich schrecklich. Das Gameplay ist so unfair und schrecklich in vielerlei Hinsicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal die ersten Sachen. Achso, das sieht mir nach einer Kampfarena aus. Ja, von einem Kampf zum nächsten. Ich verstehe schon. Ja, warum kannst du den denn nicht anvisieren? Danke. Warum hat sie ihn erst so spät anvisiert? Und warum ist das jetzt hier so eine Kampfarena? Oha, du gehst aber richtig ran, ne? Genau wie meine Nase. Mist, ich wollte zu dir. Einfach so sehr. Sehr unnötige Informationen. Ich weiß, aber es ist... Oh Gott. Wow, wie viel hält er denn aus? Oh, geschafft! Yay. Warte, komm zurück. Ich bin deine Rettung. Irgendwie. Mhm. Das ist, by the way, ein Mythos, der lange durchs Internet ging. Tatsächlich war es von Anfang an als ein Silent Hill gedacht. Ehrlich? Woher hast du denn die Information? Kannst du dich noch dran erinnern? Weil das höre ich zum ersten Mal, muss ich zugeben. So ein ähnlicher Mythos wie die Spinnen, die man im Schlaf schlucken soll, ja. Ach, dem müssen wir ja jetzt folgen. Wikipedia? Ernsthaft? Krass. Ja, ich darf nicht so weit vom Licht entfernt sein, ich verstehe. Das sind ja voll die... Das sind voll die, Särge. Okay. Hui. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traum. Genau so, braves Mädchen. Und was man auch dazu sagen muss, heutzutage, überlegt mal, Team Silent, ein Team aus damals 20 oder 25 Leuten, haben es geschafft, zeitgleich 2 Spiele fertig zu kriegen. Heutzutage schaffen viele Entwicklerstudios ja noch nicht mal ein Spiel richtig gescheit fertig zu kriegen, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Despite what has been popularized around the internet, Silent Hill 4 was always meant to be connected to Silent Hill and not unrelated separate horror game that later became a Silent Hill title.
although different gameplay mechanics and change were intended. Aha, okay, das ist interessant. Okay. Stürzt zwar wie eine Bitch ab, aber man muss ihm lassen, dass es richtig cooles Level-Design hat. Ja, definitiv. Das stimmt. Schlecht, aber wahr. Okay, dann Dankeschön, schlecht, aber wahr. Dann weiß ich Bescheid. Krass. So, ich glaube, jetzt ist die Dings offen, ne? So, nächste Kampfarena. Wie gesagt, das dachte halt das ganze Internet zu einem Zeitpunkt. Ja. So, jetzt sind wir in der nächsten Kampfarena und nochmal. Ja, jetzt natürlich auch mit Verfall. Die uns natürlich erst das Gesicht offenbaren müssen. Wir müssen sich ihr wahres Gesicht erstmal zeigen. So, einer. Oh mein Gott. Ich kann ja auch. Nee. Wird anspruchsvoller, ihr merkt es. Da, zeig mir dein wahres Gesicht. So, jetzt haben wir drei von den Verfällen. Ich weiß immer noch nicht von dem Verfall. Umgelegt. Wie so ein Schalter. Wie so ein Knopf. Nein, natürlich haben wir sie getötet. Erlegt. So, bei ihm warten wir noch auf den richtigen Moment. Hey! Nein. Oh mein Gott, ich... Seemann, wissen Sie, ich schwitze bis zum geht nicht mehr. Es ist einfach mega scheiße heiß immer noch. So unter dem Wasser jetzt zu sein, das wäre auch voll schön. Obwohl wir das Steckenpferd aufgelevelt haben, finde ich nicht, dass man unbedingt richtig einen... Unterschied merkt. Sag mal, was willst du denn von mir? Okay. Ich versuche das Ganze taktisch anzugehen, dass wir einfach sein Angriffsmuster. Ja, genau. Dass wir das so ein bisschen beobachten. Jetzt raus. Das wäre ganz nett, wenn du das für mich tun würdest. Ich weiß, für dich wäre das nicht so gut, weil dein Leben hängt davon ab. Aber für mich wäre es ein Sieg. Geschafft. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Ja, die wissen halt nicht, dass sie gerettet werden wollen. Und nochmal dem Seepferdchen, dem leuchtenden Seepferdchen folgen. Auf den Särgen. Oh mein Gott. Nur nicht zu schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich mich noch ein bisschen heilen? Nee, kann ich irgendwie nicht. Okay, okay. Ich hab verstanden. Okay. Aber ich muss hier ein bisschen erstmal gucken. Oh mein Gott, das war so knapp. Und jetzt auch noch mit... Oh my goodness. Ernsthaft? Oh mein Gott. Und dann auch noch mit Zeit. Okay, eine Flasche. Oh mein Gott, noch mehr mit Zeit. Nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Sehr schön. Dann haben wir ihm doch auch zu einem besseren Geist verholfen. Sehr schön. Abgespeichert. Und dann schnappen wir uns hier nochmal ein paar. Genau. Geht das direkt auch hier schon weiter? Ich glaube ja. Ach, da gibt's nichts. Nee, dann schaue ich jetzt auf der anderen Seite nicht nochmal nach. Okay, dann
machen wir das Ganze noch ein drittes Mal. Und es war schon etwas anspruchsvoller. Moment. Oh mein Gott. So, Pause. Ah, Hallöchen, Hateda. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Schön, dass du noch an mich gedacht hast. Hallöchen, wie geht's? Wie steht's? Ich verabschiede mich für heute. Bin seit 3 Uhr wach und kann dir nicht mehr die Aufmerksamkeit schenken, die du verdient hast. Danke, Chronix, das hast du so lieb gesagt. Wünsche dir und allen noch viel Spaß und eine gute Nacht. Chronix, schlaf gut, einen sehr guten, erholsamen Schlaf. Ruh dich gut aus, pass gut auf dich auf und ich bedanke mich ganz herzlich für alles bei dir. Dankeschön für alles. Danke auch für deine ehrlichen Worte. Bis dann, Chronix. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Tschüss. Wie läuft's hier? Ja, also ein bisschen wieder Alice, ein paar noch nicht Abstürze, aber sonst. Ja, also ich habe mich heute mal als Killer versucht. Und... Ach, Mr. Donko! Hallöchen, Mr. Donko! Schön, dass du da bist. Fühl dich auch ganz herzlichst gegrüßt. Danke, dass du noch an mich gedacht hast. Genau, als Abschießen, ja, Mann. Und ich habe mich ein bisschen als Killer versucht bei Dead by Daylight. Und die erste Runde war auch wirklich gut mit Amanda als Schwein. Haben wir 4 von 4 Kills gemacht. Waren aber auch Anfänger leider. Das zweite Mal habe ich wieder Amanda gespielt und da hatte ich, glaube ich, 1 oder 2 Kills. Und das dritte Mal habe ich Michael Myers genommen und da hatte ich, glaube ich, auch nur 1 Kill. Und die letzte Runde habe ich den Trapper genommen und eigentlich gar keinen Kill, aber ja, der vorletzte Überlebende, der hat sich freiwillig geopfert. Also hat sich's nicht gut angefühlt und kann ich es auch nicht wirklich als Sieg zählen. Ja. Also so ein bisschen. Genau, und davor haben wir noch Mario Kart gespielt. Und ja, in Mario Kart bin ich heute dann nur die ganze Zeit Letzter und Vorletzter geworden, weil wir zwischendrin auch tiefgründige Themen hatten. Sowas wie Animes, sexualisierte Gewalt, Frauen generell in Videospielen und Filme und all sowas. Und ja. Oh mein Gott, das war close. Oh mein Gott, diese kleinen Hutegel, die an uns laden wollen. Kommen die jetzt oh mein Gott. Nee, ich muss mal jetzt das Augenmerk auf ihn richten. Also, was ich dir damit sagen wollte, Hatena, ist, dass wir heute schon... Und Mr. Dongo, wir haben heute schon echt viel geschafft. Nur halt leider in Alice nicht. Alice haben wir jetzt gerade erst, ja, keine Ahnung, seit 10 Minuten am Spielen. Weil ich so Probleme hatte mit dem... mit der Übertragung. Menschenskinders. So, jetzt gibt's kein Pardon mehr. Wo bist du? Nee, wo ist er denn? Mann. Meine Hysterie. Ja, die kommen unendlich. Ja, wo ist denn der Seemann? Ich will euch nicht mehr. Ich will den Seemann. Ich will den Seefahrer. Oh mein Gott. Die letzte... Oh nein. Entschuldigung. Gestorben. Möchtest du fortfahren? Ja, bitte. Ich möchte es nochmal probieren. So, dann nochmal. Das ist wirklich ganz schön schwer. Ernsthaft? Mit nur so wenig Leben? Warum war da gerade ein unsichtbares Band? Can somebody please tell me that? Okay. Ja, Killer Achievement, genau. Und... über Sexualisierung und über Hoden im Wasser. Ja, den... Achso, Moment, warte mal.
den Hodensack in kaltes Wasser hängen. So, Athena. Hast du gesehen, den Hodensack in kaltes Wasser hängen? Ist das nicht wundervoll? Ich habe schon die anderen heute damit genervt. So, nee, hallo. Ja, da. Nein, ich will ihn. Ich will... Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich geh ich heute Nacht nicht rein. Ohne dich komm ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Das, was ich will, ist der Seefahrer. Der Seemann. Ich will nicht diese kleinen Blutegel. Meine Güte, meine Herren, meine Damen und Herren. Nein, Mann, ich will doch euch nicht. Oh Gott. Nee, wo ist denn der Seefahrer jetzt? Wo ist er denn? Ja, unter der Erde. Schön für ihn. Und jetzt visiert sie wieder die Blutegel an. Warum tut sie das? Oh Mist. Oh Mann. Ja, ich möchte eigentlich nicht vor. Im Zustand der Hysterie lassen sich Feinde schneller besiegen. Sie lassen dann allerdings keine Zähne fallen. Ja, schön. Ja, ich mag auch das Lied. Die Münchner Freiheit, genau. Es ging dabei wohl angemerkt recht sachlich zu, ernstere Themen. Ja, zumindest habe ich es gehofft. Also es ist genau ernst und sachlich. Genau. Huntress und Oni habe ich am Anfang sehr gerne gespielt. Fühlen sich halt echt nice an, wenn man trifft. Und Oni ist wesentlich leichter zu steuern als Billy. Das ist gut zu wissen, Athena. Bisher hat sie mehr Alice versucht zum Laufen zu bringen, als es gespielt... Ja, das ist so schlecht, aber war definitiv. Krass, wir hatten heute auch ein paar ernstere Themen. Ab wann ist Gay Sex eigentlich gay? Was kann uns Better Twitch TV eigentlich bieten? Wie streng wäre ich als Chef? Wie ist es, wenn man unterzuckert ist und in der Öffentlichkeit kollabiert? Und wie war mein Job als Vizechef unserer Firma? Ja, richtig nice. Richtig gut, Athena. Kann ich mir im VOD auf jeden Fall nochmal anschauen. Just invisible wall things. Ja, Mann. Invisible walls. Ja, invisible walls. So, drittes Mal hier. Nein, warum machst du... Ich will nicht mehr die... Nee. Ich... Aber dann könnt... Nee, das ist das Blöde an ihm. Nee, ich muss ihn... Warum visiert sie... Und die Blutegel, die kommen einfach so viel... Das bringt, glaube ich, nicht, die Blutegel zuerst zu töten. Weil die kommen einfach... Ja, die kommen die ganze Zeit. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Wieder jemand anderes anvisiert. Oh Mann. Ich will nicht mehr. Mann, Alice fängt schon wieder gut an. So, das waren jetzt drei Versuche. Dann ab zum vierten Versuch. Yay. Ich freue mich nicht drauf. Ich würde mal sagen, wenn man es Gay-Sex nennt, ist es wahrscheinlich gay. Die Themen waren aber sehr verteilt. Einzige, was sie gemeinsam hatten, alles wurde besprochen während der nervigen Planetenscans von Mass Effect 2. Ja, nice, Athena. Richtig gut, dass du das so mit überbrücken konntest. Nicht wieder. Nein. Hallo? Wo ist der Seemann? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. Hey, ho, nothing rises. Hey, ho, nothing rises. Hey, ho, nothing rises. Early in the morning. Habe ich wahrscheinlich die letzte Strophe total falsch gesungen. Ich will eigentlich...
diese Blutegel. Und jetzt auf einmal, wisst ihr, auf einmal, wie sieht es was anderes an? Warum? Nein, ich will ihn. Ich will doch nur den Seemann. Oh Gott. Und er will nur mich. Das ist eine wunderschöne Romanze. The romantic tension between Alice and the Seaman. The Seaman vor allem. Oh Gott, voll das Denkmusch. Meine Herren. Meine Damen und Herren. Ja. Ey. Wow. Okay. Haben Engel auch so viel Ärger? Oh mein Gott, das dürfen wir jetzt nicht verkacken. Ich muss mich jetzt richtig konzentrieren. Oh, scheiße. Oh. So, da ist das Seepferdchen. Schön. Oh, shit. Hä? Was? Warum? Nein! Oh mein Gott, guter Checkpoint. Ich muss mich noch mehr beeilen, oder wie? Oh mein Gott. Wie schnell denn noch? Okay. So. Hätte ich noch ein bisschen machen können? Hätte ich noch? Ja, ich hätte noch ein bisschen machen können. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Hä, so lange? Oh mein Gott, das sieht schon einfach noch scheiße aus, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Wo ist das Seepferdchen? SeaWorld. Oh, wir haben hier nochmal kurz die Möglichkeit uns... Ja, das ist schön. Okay, nee, aber das haben wir nicht mehr so lang. Machen wir lieber das. So, und dann... Was muss ich denn da machen? Ach, gar nichts. Mist, das war jetzt blöd von mir. Seepferdchen, da bist du. Okay, schön. Wir fliegen. Eigentlich will ich das. Oder darf ich hier noch nicht hin? Ich darf hier noch nicht hin. Seepferdchen kommt mir aber zur Rettung. Ja, Seepferdchen. Schön. Warte mal. Hä, Seepferdchen? Hä? Warum... Oh mein Gott! Das war so knapp. Oh mein so Gott. So ist recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Wir haben es geschafft. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gen hohe und glorreiche See. Yay, wir haben es geschafft. Habe ich da irgendwie was Cooles, was Süßes? Moment. Ein Sounds. Oh. Oh. Nee, ich habe eigentlich nur so Verarschen-Dinger. Nee, eigentlich? Ach ja, aber geschafft. Oh, super. Huch? Hallo? Warum hänge ich denn schon wieder fest? Da gibt es jetzt auch nichts mehr zu holen. So. Du musst die Ads in eine Richtung kitten, damit der Raid vollen auf dem Boss machen kann. Am besten noch BL zünden, während die Trinkets aktiviert wären. Boah, krass. Okay.
aber warten, bis der Tank fünfmal Rüssi zerreißen auf dem Boss hat. Rith spielt, kämpft wohl nicht gegen die Gegner, sondern eher gegen die Steuerung. Ja, irgendwie jetzt gerade schon. Es kann sein, dass ich mich auch so ein paar Mal über diese Scans aufgeregt habe. Möglicherweise, vielleicht, wahrscheinlich. Estus trinken. Oh, den Estus-Flakon. Sailor, ja. Wenn es doch nur eine Anime-Serie geben würde, in dem dessen Name das englische Wort für Seemann drin steht. Ja, das stimmt. Irgendwas mit Monden wäre ist auch nice. Ja, ich weiß genau, worauf ihr hinaus möchtet. Hast du da einen Hasen hingelegt? Ja, das war meine Bombe. Ich hoffe, das war okay. Ob das so gewollt war und wieso war da eine große 2 auf der Platte am Boden? Ich würde den Nippel... Moment. Wir haben ja hier gerade ein paar rätselhafte Ereignisse gehabt, ne? Haben Sie immer richtig gelegen? Konnten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Manchmal passieren aber auch Dinge, denen die Begriffe wahr und gelogen nicht gerecht werden. Sie sind für uns Menschen einfach unvorstellbar. Ihr Jonathan Frakes. In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare. Ihr Jonathan Frakes. Es gab leider auf Deutsch nicht direkt nur, wo er sagt, ihr Jonathan Frakes. Sonst hätte ich das genommen. Ach ja, so viele Rätsel, so viele Mysterien an der Welt. Ja, die Sendung war wirklich echt gut. Muss ich auch zugeben. Ich habe die damals richtig gerne geguckt und heutzutage auch noch. Wenn ich so mir das angucke. Warum gehe ich denn eigentlich zurück? Müssen wir jetzt dahin? Hasen legen Eier und Alice legt Hasen. Ja, Mann. Erzähle ich einen Haufen dampfenden Berg Bullshit? Ihr Jonathan Frakes. Wahrscheinlich. Ja, Mann. Oh, richtig Shin-Chan. Ich würde den Nippel von dem Kerl nehmen, der eine Waffe entsichert und dann grenzdebil lacht. Kenne ich gerade noch gar nicht, glaube ich. Oder ich kenne den, aber ich weiß gerade nicht, was du meinst. Schlecht aber war. Das wäre auch cool. Wahrheit oder Fiktion? Entscheiden Sie. Ihr Jonathan Frakes. Ist wirklich so. Das ist richtig cool. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich hier den richtigen Weg gehe oder ob ich irgendwie den Weg wieder zurückgehe. Ja, ich gehe eigentlich den Weg wieder zurück. Das bringt doch gar nichts. Nee, lasst mich mal schauen. Boah, also Verwirrung ist heute auch ganz, ganz schrecklich. Oder müssen wir doch zurück? Ja, weil hier geht's ja nicht weiter, oder? Ich habe hier bestimmt was übersehen. Das gab's ja nur, es gab nur ein Tor. Und die drei Kampfarenen? Nee, das ist schon richtig. Okay. Aber ich merke auch, dass so langsam... Hallo? Hallo? Nee, hier waren wir doch auch, oder? Aha. Ja gut, aber das heißt ja noch nichts, weil hier auch häufig wieder was zurückkommt. Ah, ich dachte, man könnte in ein Schiff... oder diese Laienschauspieler, der überrascht gucken soll. Ach ja, stimmt doch. Das kenne ich. Das ist wirklich cool. Ja, Mann. Der andere Host fällt mir gerade nicht mehr der Name ein. Aber der macht heute noch irgend so eine Alien-Sendung. Ja, der andere, der den... Ah, doch. Es geht hier doch weiter. Ich weiß, wen du meinst, Hatena. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Aber ich weiß, wie er ungefähr aussieht. Oh, wir können eine Rutschpartie machen. Eine Rutschpartie. Hui. Auf Schlangenhaut. Nee, Schuppen. Das sind Fischschuppen. Und nochmal. Und rechts oder links? Rechts oder links? Sie wählen. Sie haben links gewählt. Oh mein Gott. Ich will ja nicht zu viel sagen, aber... oh mein Gott. Ey, ich fühle mich so ein bisschen wie Mario Kart hier. Ein bisschen... Das ist es doch, oder? Die Regenbogenstrecke.
Boulevard, Regenbogen, Boulevard. Oh, da unten waren Goldene. Habt ihr es gesehen? Ui! Mein Gott, wie cool das sein muss. Und zum Abschluss nochmal richtig schön fliegen. Kolossaler Verfall. Ja, da ist er. Den können wir... Oh mein Gott, ihr seht, er ist noch heftiger geworden. Da sind noch mehr Gesichter zu sehen. Noch mehr Porzellangesichter. Uiuiui, und der greift uns. Der will uns... Der greift... One-hittet er? Hallo? Hallo? Oh mein Gott, der greift uns und der... Er nimmt uns in den Mund und dann spuckt er uns wieder aus. Oh mein Gott. Wir müssen all die... Was? Erstmal all die Gesichter hier. Und dann durch die Industrialisierung dann auch natürlich hier sehen wir jetzt mit dem Dampf und so auf Räder. Also fortschrittlich. Oh mein Gott. Also dieser Kotzbrei war auch fortschrittlich. Mann, ich will dein Gesicht. Ich will dieses Gesicht von dir. Okay, ein weiteres Gesicht. Diese Porzellanmasken. Om nom nom. Was? Mario Kart? Wen darf ich mobben? James Brolin war der andere nach Jonathan Frakes. James Brolin, so war der Name. Ja, aber ehrlich, nach Jonathan Frakes kann man nur noch abkacken. Ist so. Das ist leider wirklich, die Messlatte wurde so hochgesetzt, so charismatisch und so super, wie er das rübergebracht hat und so mysteriös. Das ist wirklich so. Nee, die waren gleichzeitig die Hosts. Zeitgleich. Das war ein Kleiner mit einem runden Gesicht. Ja. Doch, daran kann ich mich auch noch erinnern. Hier sind tote Fische und ein... Aha, okay. Schaut mal. Hier sehen wir jetzt, wie Fische geschlachtet werden. Und, ja, wahrscheinlich zu Futter verarbeitet wird. Wir hören auch in der Nähe, ja, eine Säge. Oh mein Gott. Wir haben hier erstmal eine Muschel und wir hören eine Schweinsnase. Da ist ein Radularraum. Sehr schön. Auch ein Speicherpunkt. Okay. Zack. Nee, das habe ich doch schon gemacht. So, dann wird gesprungen. Und dann wird nochmal gesprungen. Schaut euch mal die Wände an. Das sind die Überreste von ganz vielen Fischen. Die Fossilien, glaube ich, nennt man das, oder? Ach, wieder ausharren. Wir haben doch keine. Töte oder werde getötet. Oh mein Gott. Töte oder werde getötet? What? Oh, ich stehe hier so dreckseitlich. Das bringt doch einfach nichts. Oh mein Gott. Oh! Dankeschön! The Blue Siren! Vielen, vielen Dank! Kann ich hier Pause machen? Ja, ich kann hier Pause machen! Och, wie süß! Dankeschön! Fühl dich ganz, ganz herzlichst gegrüßt, The Blue Siren. Und alle Zuschauer von The Blue Siren. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt und noch an mich gedacht habt. Vielen, vielen herzlichen Dank! Dankeschön!
Flintstone 10. Vielen, vielen Dank fürs Folgen. Fühl dich auch ganz herzlichst gegrüßt. Ich hoffe, dass wir hier gemeinsam eine angenehme, schöne Zeit miteinander haben werden. Dankeschön. So, ich begrüße Judith, Mary, Schneeballschlacht, Dankeschön, The Blue Siren, Schneeballschlacht, Flintstone, Schneeballschlacht, Miss Julie Potter, cooler Name, Mr. Dongo Raid, oh, Dankeschön, The Freak 1987, fühl dich auch ganz, ganz herzlichst gegrüßt, schön, dass du auch zu mir gefunden hast und vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, wir werden eine gemeinsame, schöne Zeit miteinander haben werden. Oh Gott, was war das gerade für eine Satzkonstellation? Ich weiß auch nicht. Schneeballschlacht, Sven Peters, 42, fühl dich ganz, ganz herzlichst gegrüßt. Genau, Hatena. Hi, na? Na, wie geht's dir, Blue Siren? Zielmeister. Ich spreche deinen Namen wahrscheinlich falsch aus. Bei dir bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich fürs Folgen. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam eine schöne Zeit haben. Vielen Dank. Wie cool die Emotes einfach sind. Dankeschön, das ist Luna. Genau, Luna. Sailor Moon. Lionel Day. Fühl dich auch ganz herzlichst gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ich möchte niemanden überlesen. Cooles Game. Mal schauen, ob ich folgen werde oder nicht. Alles gut. Musst du ja auch nicht. Alles gut. Der Satz war sogar dieses Mal okay. Ich hoffe, dass wir eine schöne gemeinsame Zeit haben werden. Ja, das stimmt. Genau. Es ist sehr warm, aber sonst sehr gut. Oh ja, das ist auch hier bei uns in Berlin einfach mega heiß und ich wohne im 7. Stockwerk. Ich habe nur einen Ventilator und Markise und Rollläden und Vorhänge und es hilft nicht. Es ist super schweißig, ich bin ganz schwitzig, ganz ekelhaft. Oh ja, und deswegen habe ich hier heute auch so einen Zopf, weil eigentlich bin ich nicht so ein Zopfmensch, aber ja. Genau, aber das freut mich, dass es dir gut geht. Das ist schön. Genau. Ja, was habt ihr denn Schönes gemacht im Stream? Genau. Ja, wenigstens ein Aufzug, tatsächlich, zum Glück. Ist ja nur ein Spitzname. Okay, das freut mich, dass du das da ein bisschen lockerer nimmst, Zielmeister. Hatena Gaming hat Wassermarsch eingelöst. Vielen Dank. Auf dich, Hatena. Ein Schluck Wasser. Vielen Dank. Uiuiui. Gott sei Dank nicht alles Gucci. Gucci? Okay, ich weiß nicht, was du damit meinst. Ja, ganz viele bekannte Gesichter. Schön, euch hier zu haben. Ja, das ist wirklich schön. Das freut mich sehr. Dankeschön. Ich habe ein nasses Handtuch auf den Beinen liegen und auch Ventilator an. Damit geht nichts. Oh, ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir, Blue Siren. Ja. Wir haben zuerst A Bird Story gespielt. Oh, wie schön. Wirklich sehr, sehr schön und rührend. Ich liebe das Spiel. Und dann mit Tell Me Why angefangen. So mega schön. Tell Me Why habe ich selbst leider noch nicht angefangen, aber ich glaube dir, dass es sehr schön ist. Und es spielt in Alaska. Das ist schön, weil dann kann man auch sich gedanklich nochmal so ein bisschen kühlere Gedanken machen und sich was Schönes vorstellen. Ja. Ach, wie schön. Ja, das freut mich ja zu hören. Ich hoffe, ich verwechsel dich nicht, aber ich glaube, du hast ja auch jetzt deine Abschlussprüfung geschafft und du hast auch dein Buch veröffentlicht, oder? Also ich folge dir auch auf Twitter und deswegen meine ich, da was gelesen zu haben. Ich hoffe, ich bringe da nichts durcheinander. Genau. Berlin? Na, dann geh mal 80 Kilometer nach Osten. Ist auch nicht viel kühler. Ja, ja, das stimmt. Es ist leider komplett überall in Deutschland, die Hitzewelle da. Wird hier die Saskia ausgesaugt quasi? Ja, die Saskia. Die Saskia. Ich habe mir die Saskia, die habe ich hier neben mir. Die gute alte Saskia. Die durchsichtige Saskia. Und die habe ich da, genau. Oh, wir haben 1000 Zähne. Wir können aufleveln. Ja, das dürfte die Babsi gewesen sein. Oh,
Ja, ist alles in Dach und Fach. Oh, wie schön. Ach, das freut mich. Das ist schön. Oh, The Last Undead Wolf Star. Schön, dass du noch da bist. Du hast Wassermarsch eingelöst. Ein Schluck auf dich. Vielen Dank fürs Einlösen. So. Ach, ich freue mich so sehr, dass ihr hier seid. Wir spielen Alice Madness Returns. Wir sind auch relativ weit im Spiel. Also wir sind im zweiten Kapitel. Und das Spiel hat leider beim Aufnehmen. Oh mein Gott. Wir machen gerade einen Radularraum. Das ist immer so eine extra Challenge, dass wir dann auch was freigeschaltet bekommen. Oh mein Gott. Ja, und ja, ich weiß, er hält sein Gesicht davor, das bringt nichts. Und wir müssen jetzt gerade überleben, so lange, bis der Timer abläuft. Und so lange töten. Oh mein Gott, da wäre ich fast runtergefallen. Was ich noch gesagt haben wollte, ist, dass ich mit Alice Madness Returns leider ein bisschen Probleme habe hier beim Aufnehmen, beim Livestream, die ich privat beim Spielen nicht hatte. Und ich kenne das Spiel auch bereits schon. Ich habe das zweimal durchgespielt. Das ist aber schon etliche Jahre her. Einmal zum Release und einmal 15, 16 rum, irgendwie sowas. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, da ich wirklich sehr, sehr den ersten Teil liebe und auch den zweiten, also hier auch Madness Returns, dass man das mal in einem Livestream Let's Playen könnte. Sterb doch einfach. Stirb. Oh mein Gott. Ich weiß, ich kann bei euch, ja, kann ich ja, genau, das mit dem Regenschirm. Genau, wir haben auch schon ein gewisses Arsenal an Waffen. Und ich meine bestimmt die meisten von euch kennen das bestimmt auch schon, das Spiel. Uiuiui. Ist ja auch relativ ein altes Spiel. Ja, jetzt auch 10 Jahre alt. Ich gucke sofort auf den Chat. Es ist gerade super viel Action. Uiuiui. Ja, komm. Also mit der Pfeffermühle kommen wir gerade ganz, oh, ganz gut. Oh mein Gott. Ja. Das ist schön. Ihr seht, ich mache gerade sehr viel Fernkampf bei ihm. Ja, überhitzen, Cooldown. Okay. Nein, nein, nein. Du bist gleich down. Du bist gleich down. Ja. Geschafft. Nein, nicht geschafft. Woher kommt ihr denn? Oh Gott. Draufhauen, was das Zeug hält. Oh mein Gott. Wie viele denn noch? Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, ob das so war, dass umso mehr Gegner ich. Nein. Oh, nein. Oh, möchtest du fortfahren? Ja. Müssen wir das jetzt nochmal machen? Oh, mein Gott. Ja, wir können das nochmal probieren. Oh, nee, wir müssen das nochmal probieren. Okay, dann machen wir das mal. So, bin mal im Lurk. Ich muss hier dringend lüften und mal kalt abduschen. Alles klar, The Blue Siren. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ich hoffe, dass wir auch noch gemeinsam eine schöne Zeit haben werden. Und ich wünsche dir ganz, ganz wohliges Abduschen und dass du dich frisch fühlst. Dankeschön für alles, The Blue Siren. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Ja, ich liebe auch den Mode. Genau, der Artstyle ist Hammer. Warum habe ich jetzt weniger Zähne? Hatten wir nicht davor 1000? Hä? Aber ja, aufleveln ist eine gute Idee. Was leveln wir auf? Die Vorpal-Klinge ist am teuersten. Die leveln wir mal auf. Und Vorpal-Klinge ist auch komplett auf Maximum gemacht. Ich habe gedacht, nach dem England-Spiel wollte ich wieder bei dir sein. Bist sehr sympathisch. Dankeschön, The Last Undead Wolfstar. Jetzt hier erstmal noch so voll mit Sprachfehlern. Danke, das freut mich sehr zu hören. Hat es nach Gegner gekillt? Ach so.
Okay. So, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden überlesen. Ach, Flintstone! Alles klar, ich wünsche dir einen erholsamen Schlaf. Gute Nacht, vielen Dank fürs treue Rüberkommen und ich wünsche dir alles Gute. Bis dann, Flintstone. Ja, okay, dann habe ich wieder alles aufgeholt. Okay, dann. Oh Gott. Wow. Also ich bin völlig fertig. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Ja, ich weiß. Töte oder werde getötet? Nee, ich will erstmal hier ihn anvisieren. Oh mein Gott, das ist doch so viel. Bringt hier erstmal nichts. Der heiße Teekessel. Das bringt alles gerade erstmal. Kann ich die Teekessel, die Teesachen nicht auch zurück irgendwie schleudern? Okay, das läuft dermaßen schlechter als das davor gespielt. So, die ist vollkommen aufgelevelt. Hallo? Sie visiert wieder nicht an. Sie visiert den Falschen an. Warum tust du das, Alice? Okay. Wie das einfach durch ihn durchgeht, ey. Oh, direkt im richtigen Moment bin ich ja zu ihm gestoßen. Oh, genau. Deswegen von dem Schuss. Also man merkt schon deutlich, die Warper-Klinge macht definitiv mehr Schaden. Oh Mann, jetzt. So, jetzt hast du deine Hand nicht mehr. Ja, jetzt bist du Schnee von gestern. So, schön. Hier, die Augenpotzen sollen auch einmal Schnee von gestern be. Nein, ich bin Schnee von gestern. Oh nein. Oh nein. Traurige Musik, sad, sad. Okay. Alle guten Dinge sind drei, hieß es, ne? Dann probieren wir es zum dritten Mal. Uiuiui. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Da 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 ba 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 ba. Ba 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 ba. So, erstmal deine Arme hier abdingsen. Oh Gott. Ich glaube, die Arme können wir nicht so. Wir müssen wirklich das Projektil genau. Ah, wir müssen das Projektil zurückfeuern. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Oh, da ist jemand aggro. Da ist jemand auf jeden Fall schon Fuß aufgestanden. Oh, ja. Warum? Das erste war doch voll gut. Ausgewichen, aber ich weiß gar nicht, wohin. Weil die Steuerung, diese Perspektive mit. Also, das Anvisieren ist hier irgendwie nicht so ganz optimal. Muss ich schon ehrlich zugeben, irgendwie. Oder ich spiele einfach scheiße. Schwierigkeitsgrad ist auf Standard. Oh Mann, jetzt mach mal, was das Zeug hält. So. Oh, heilige Mann. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, wenn er die Augen zu hat, bringt es ja eh nichts. Dieser heiße Tee! Dieser heiße Tee. Ja, fortfahren. Boah, also dreimal. Das tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich jetzt hier gerade so abfaile. Es tut mir echt leid. Ich würde es aber gerne versuchen, weil das ist auch unsere letzte Male die Rose rot an. Das heißt, wir würden dann was Keine bekommen Zeit zu dafür. verlieren. Wir haben doch keine. Ich weiß. Ich weiß zwar nicht mehr, was wir bekommen, aber schaut mal da unten. Seht ihr das? 3 von 4. Und der würde jetzt das komplettieren. Und das möchte ich gerne schaffen. Ach, Mann. Ah, nee, wir müssen ja bei ihm warten. Wir müssen warten.
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Also wenn wir hier schon mal den großen Verfall... Mist, warum habe ich denn da nicht reagiert? Dann ist es schon ein bisschen geholfen, weil so viele Teekannen einfach auch schlecht sind. Die werden ja in die Augen fast genommen. Hey. Hallo. Hallo. So. Jetzt haben wir zwei von euch. Mist. Okay. Und jetzt habe ich Cooldown. Schön. Jetzt hat er Cooldown. Okay. Okay, wo sind jetzt noch andere? Ja. Mann, schon wieder. Wer will denn hier überkochen? Warum kann ich die Perspektive wieder nicht... Oh nein, es war eigentlich so gut. T-Night. Ja, ist wirklich so. T-Night. Los, Rich Bitch Power. Rich Bitch. Oh, ich mach ganz viel Power. Ganz viel. Bigger. Ich gebe mir ganz viel Mühe, aber irgendwie wird das nichts. Oh mein Gott. Ich will euch jetzt auch nicht damit nerven. Ich will euch jetzt hier auch nicht nerven und verschrecken. Keine und von Zeit der Story seht ihr einfach wir nichts. Haben doch keine. Mensch. Wie hat Emily Autumn immer gesagt gehabt? It's tea time. It's always tea time. Oder irgendwie so in der Art. Uiuiui. Ja. So. Okay, der eine ist schon mal down. Das ist doch schön. Und meine Dings ist übergekühlt. Haha, wie er einfach den Teekessel, den Augenpott die ganze Zeit. Nein! Das Spiel ist wieder abgestürzt. Oh nein. Er hat jetzt lange gehalten. Aber es ist abgestürzt. Das Game hat keinen Bock mehr. Ja. Deswegen Freeze Returns. Es ist doch zum Mäusemelken. Ja, toll. Dann hat es also nichts gebracht, die Auflösung runterzustellen oder was? Ich verstehe es nicht. Computer sagt nein. Ah, Mist, das habe ich nicht. Das wäre so gut. Ja, ich kann jetzt hier... Ich kann wieder nichts machen. Ich... Mann! Ich verstehe es nicht. Aber wie du gesagt hast, das hat lang durchgehalten. Das heißt, das hat was gebracht. Es hat was gebracht, aber... Noch nicht alles. Ja, was meinst du? Was könnte man sonst noch? Ach so, ja, ich kann ja nicht mehr auf den Taskmanager. Ich kann... Ja, ich muss ja PC neu starten. Oh mein Gott. Ist es auf CPU eingestellt? Nee, es ist auf Grafikkarte eingestellt. Na, dann ist kein Wunder. Ja, soll ich mal ausprobieren mit CPU dann? Natürlich, das haben wir besprochen. Ja, aber ich habe doch gesagt, dass ich es erstmal so ausprobieren möchte. Ja, dann hast du es jetzt ausprobiert. Wie wäre es denn, wenn du nach der ersten Welle erstmal rumrennst und alle auf einer Seite sammelst? Ja, das wäre auch eine Idee, das ist gut. Aber da ist mein Tee drin. Das würde dir, oder bist du nervös, immer mit der Ruhe, du schaffst es. Ich glaube an dich. Dankeschön, The Last Undead Wolfstar. Aber was, wenn er keine Füße hat? The Lonely Man Theme kann ich auch empfehlen. Ein trauriger Nippel. The Lonely Man Theme, muss ich mir merken. Ja, ich liebe Scrubs. Ich liebe Scrubs. Es tut mir echt leid. Da sind ein paar Config-Tipps drin. Okay. Ich habe auch noch einen taktischen Tipp. Vermeide Freeze. Ja, es ist immer nur beim Kämpfen. Das heißt, beim Kämpfen ist es richtig ausgelastet. Ich bitte vielmals um Verzeihung für diese technischen Probleme.
Mit Alice Madness Returns habe ich das die letzten zwei Streams auch schon gehabt. Ich muss den Stream einmal kurz beenden, stoppen, neu starten den PC und dann sehen wir uns wieder. Dann versuche ich mal, meine andere Einstellung zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart und bis gleich. Ich bitte um Verzeihung.